Willkommen, Freunde, zu einer weiteren Runde Pumping Jack. Pumpkin Jack, genau. Das bin ich euch noch schuldig. Ich bin immer noch nicht durch. Ich muss natürlich jetzt erstmal gucken, wie die Steuerung war. Ich habe es jetzt irgendwie ein, zwei Wochen nicht mehr gespielt. Also springen, ganz klar. Mal schießen. Hier können wir rollen. Können wir die Waffen wechseln. Okay. Auf jeden Fall hat er jetzt eine schöne Knarre. Ist ja vorher mal mit so einem Schwert durch die Gegend gelaufen. Na, wenn das nicht Jack ist, wie schön, dich wiederzusehen. Ich würde ja gerne sagen, das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit, aber du wirst halt ein hinterhältiger kleiner Penner. Ich muss sagen, die Schrift in dem Game ist echt schrecklich, weil es gibt andere Games, da kannst du super vorlesen, aber bei denen ist, muss immer, was steht da? Deswegen, ich lass mal so sacken und drück einfach mal weiter. Dann könnt ihr euch das selber durchlesen. Müsst ihr halt mal auf Pause machen. Also die Dialoge sind mir in dem Spiel auch zu lang, muss ich sagen. Also das ist das einzige Negative. Ansonsten ist das Game sehr nice, muss ich sagen. Auch geil, dass man hier unendlich schießen kann. Oha. Das ist ja ein Parcours. Mit der Eule müssen wir erst mal reden. Mitten in einem Kriegsgebiet, ja, so sieht das aus, würde ich sagen. Ärmel hoch, jetzt wird gewerkelt. Schnapp dir ein paar von den alten Brettern, die hier rumliegen. Okay. Also brauchte ich eine Anleitung, wie es weitergeht. Sehr gut. Suchen wir mal die alten Bretter. Ich hoffe, die haben die auch gut markiert. Dass man nicht mal einen Wolf suchen muss. Da, wo das Grüne ist, sind, glaube ich, die Bretter. Kann es sein? Okay, dann haben wir ja wenigstens mal eine kleine Orientierung. Kommt man da rüber? Es ist wirklich ein Kriegsgebiet hier. Müssen mal gucken, aber er hat mir ja auch ein Brett gezeigt, was im Boden ist. Das sehe ich gar nicht. Irgendwo muss ja auch ein Brett im Boden sein. Es kann sein, dass da der Anfang ist. Die Eule hatte gezeigt, da ist ein Brett im Boden. Jetzt bin ich hier Brett Pit. Gucken wir mal, ob das hier der richtige Weg ist. Ja, doch.
dafür. Schon mal, ich ganz vergessen, der Kürbiskopf kann ja nicht schwimmen. Ah, oh, nerviger Typ, echt. So. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo wir lang müssen. Jetzt mal hier lang. Aber auch nice, dass er gleich wieder gerade gestorben hat. Der einer schon wieder einen blöden komischen Dings hingepackt. Einen blöden Zaun. Aber da wir jetzt endlos Schuss haben. So, damit. Ja. Die Magie nehmen, sondern benutzen unsere Schrotflinte. So, da liegt schon unser Brett. Sehr gut. Da geht es jetzt wahrscheinlich nicht weiter, vermute ich mal. Eins von vier haben wir jetzt eingesammelt. Ja, so walks the rabbit. So läuft der Hase. Sehr gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da hochkommen. Okay, darüber, das weiß ich jetzt. Kommen wir von da hinten. Das war von hier. Hier rüber. Okay, man, gut, die zeigen Gott sei Dank nicht in unterschiedliche Richtungen. Also jedenfalls, wir müssen nicht gegen dieses Strom laufen hier. Bisschen Energie sammeln. Das ist das Gute bei Pumpkin Jack. Du kannst die Kisten zerstören. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir da ein Brett. Was wir noch brauchen. Da kommen wir nicht hoch. Aber wenn ich da jetzt reinfalle, ertrinke ich. Okay, dann versuchen wir erstmal das andere Brett. Okay, ich glaube, wir müssen dann von hier aus dahin. Na, Geschick und Orientierung ist in dem Game echt manchmal rar gesät hier. Übel teilweise. Mann, Mann, Mann. Okay. Bin ich doch letztes Mal nicht rübergekommen, ne? Doch. Ah, da war das Brett noch nicht da. So, damit haben wir jetzt drei Bretter. Sehr gut. Gott, ey, was für... Das ist eine spastische Verkrampfung, die ich hier mache. Irgendwie weiterzukommen. So, aber wo ist das vierte Brett jetzt? Ich glaube, ich sehe da oben ein Brett im Baum. Ja, dann markier das doch mal. Wo ist es denn? Aua. Ach da, alles klar, ich sehe schon. Vielen Dank, Rabe. Eieiei. Jetzt bloß nicht ungeschickt werden. Ich gucke hier lieber nochmal zweimal hin. Das, ich habe mich hier schon so oft versprungen. Wir kehren zur Eule zurück. Okay.
den Zaun machen wir hier mal kaputt. Sehr gut. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo sitzt denn die Eule nochmal? Das hätten wir mal merken müssen. Ah, die werden wir schon irgendwo finden hier. Vielleicht sind wir schon dreimal an ihr vorbeigelaufen. Ach, der ist ja. Hauptsache, die schießen nicht, während ich spreche. Upcycling ist die Devise. Ah. Okay. Ja, alles klar. Ich habe 4 Bretter und daraus habe ich mir die dann gebaut hier. Genau. Okay, Energie brauchen wir nicht aufladen. Haben wir voll. Super, neuer Speicherpunkt. Hat er ein bisschen gebraucht hier. Alter, der geht aber ab. Ach du Scheiße, ich ahne Schlimmes. Ich vermute mal, wir müssen wieder mit der Lore fahren. Sehr gut. Okay, das Tor geht nicht auf. Dann vermute ich mal, dass wir die Lore da reinschieben müssen. Ja, die Tür ist auf jeden Fall auf. Ich dachte, ich muss da noch drauf schießen, da ich ja nochmal Glück gehabt. Hier lang. Sehr gut. Ich dachte schon, ich falle hier runter. Glück gehabt. Dann jetzt hier hoch. Oh, hier können wir wieder trinken. Sehr gut. Aber wir haben gar nicht so viel Energie verloren, muss ich sagen. Bin ein bisschen gewundert. Den Typen müssen wir da irgendwie in die Luft sprengen dann mit irgendeiner Lore. Übel, dass man nebenbei noch angegriffen wird hier. Wir haben auch so eine Art Scheinwerferlicht. Ah, shit. Ah, oh, das... Ach, Mann. War ärgerlich. Muss die Energie wieder aufladen. Komischerweise, wenn ich die erledige, dann kriege ich von denen keine Energie. Vielleicht ist das das Miese daran.
doch. Gibt Energie. Ich hätte auf einmal so wenig nur noch. Ja, sehr gut. Alles zerstören irgendwie, was uns Energie bringt. Achso, er ist der Miese, der sozusagen... Ah. Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen, aber dann weiß ich auf jeden Fall, wo wir jetzt nicht scheitern dürfen. Oh, kein Problem. Also. Ah, das ist so, wir dürfen quasi ja nicht ins Licht. Das Licht aus, das schieben wir. Schieben weiter. Nochmal in die Richtung hier. Ah, das müsste geklappt haben. Das Licht ist aus, alles klar, weiter. Ah. Mal ein bisschen schneller. Sehr gut, dann machen wir die Fässer hier kaputt, damit wir Energie bekommen. So, jetzt müsste aber reichen jetzt. Ich glaube, das klappt, oder? Stecken wir uns hinter nochmal. So, jetzt aber. Der hat immer so eine Art Taschenlampe oder so. Ah, nicht an der Stelle. Hundertdreimal gestorben, ey. Das gibt's doch gar nicht. Okay, jetzt aber. Jetzt packen wir's. Haben wir Übung. Ratzfatz. Ruckzuck. Da bleiben wir hier im Schatten, da passiert uns nichts. So können wir uns das auch ganz gut merken. Geht aus. Und jetzt ein bisschen aufpassen. Schatten, da kann er uns nichts. Licht ist aus, jetzt können wir weitermachen. Blöden Wachen fallen einfach immer. Aua! Blöden Wachen fallen hier einfach immer runter vom Turm. Uns Energie wieder. Ja, Geschicklichkeit in dem Spiel, das ist so. Nicht kaputt machen, ne? Wir sind gerade hier so gut. Ah, das haben wir uns selber zu verschieben. War zu ungeschickt. Aber jetzt geht's Licht aus. Ist hier hinter. Licht geht aus. Zack.
kann er uns nicht sehen. Ah, Gott sei Dank. Der schießt auf jeden Fall jetzt nicht mehr auf uns. Hier, da ist ein Boot. Da müssen wir aber, glaube ich, nicht rein. Freunde, wir sind wieder ein Stück weitergekommen in Pumpkin Jack, müssen natürlich noch ein Rätsel lösen, was dann danach kommt nach dieser Runde. Ja, hat Spaß gemacht. Abonniert den Kanal, ich werde es auf jeden Fall durchzocken. Also, glaubt mal ja nicht, dass ich damit aufhöre. Lasst mal ein Like da, ein paar Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.